Hey Leute, ich war lang nicht mehr richtig depressiv und schlecht gelaunt. Also ich glaube, es ist nochmal eine Zeit, sich im Internet anzuschauen, was Menschen so aus meinem Gesicht machen, oder? Willkommen zu einem weiteren Video von dem Lieblingsformat Revi Memes. Im Hintergrund hat irgendein Affe sein Gesicht an meine Wand gemalt. Danke dafür, lieber Sturmwaffel. Ich werde dir dafür irgendwann noch den Bart abschneiden, wenn du schläfst. Leute, willkommen zur heutigen Folge von Revi Memes. Und der Thomas ist mal wieder ins Internet gegangen, hat sich durch den Dschungel der Gefühle gewälzt und hat ein paar unglaublich beschissene Memes rausgesucht, die ihr wieder erstellt habt. Lust habe ich tatsächlich keine, aber Leute, das Geld muss irgendwie rollen. Deshalb bringt es auf jeden Fall nichts, jetzt hier kein zweites Video mehr hochzuladen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich hoffe, dass dieser Scheiß Kamera fokussiert ist. Sieht nicht so aus, aber irgendwie. Thomas, ist die Kamera fokussiert? Sieht so aus, als wäre der Hintergrund fokussiert. Schau mal bitte. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, dass du viel mehr fokussiert. Ja. Ich soll ja auch fokussiert sein, also ich dachte... Nein, um Gottes Willen, ich will, um Himmels Willen nicht, dass du fokussiert bist. Ja, damit zoomst du, Thomas. Und das ist zum Fokussieren, ganz genau. Ich hab manuell Fokus eingestellt auch. Ja, kann ich ja nichts für. Zu deiner Kamera. Ja, aber hast du das benutzt oder ich? Du. Ja, du. Fokussiert einfach auf dein Gesicht manuell. Okay, fokussier mal auf mein Gesicht einfach manuell. Brauchst du noch ein bisschen? Soll ich vielleicht kurz gehen oder... Ist ja nicht so, also wir haben ja Zeit heute. 10 Minuten, also. 10-Minuten-Video, ja, ganz genau. Das ist immer sauwitzig, jemanden beim Fokussieren zuzugucken. Ist krank unterhaltsam, oder, Leute? Ey, Bruder, lang nicht mehr... Hallo, Revi. Was sagst du? Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Ich hasse dich. Oh, okay. Gut, dann passt das soweit. Ja, Leute, ich würde sagen, auf geht's mit Revi-Memes. Irgendwie ist alles wieder scharf außer mir. Ach, es ist ja auch scheißegal. Vielleicht ist es auch besser so. Leute, beginnen wir mit dem ersten Screenshot. Ich bin gespannt. Also, hier haben wir... Vor einem Revi-Video, nach einem Revi-Video. Hä? Ist ja positiv, was soll das? Ja, macht ja... Alles klar. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Kann ich komplett fühlen. Glaub auch, Leute, also jedes Mal, bevor ich ein Video aufnehme, geht's mir scheiße. Und wenn ich ein Video dann aufgenommen habe, geht's mir noch beschissen. Da fühle ich absolut genauso. Danke dafür, Revisi. Wie man Freundschaft schließt. Reddit at its best, meine Freunde. Kommt in mein Subreddit, jetzt am Nachkommen. Ja, man sieht hier Donald Trump, der einfach ein Bild von mir tatsächlich in meiner ganzen Glanz und Glorie zeigt. Kim Jong-un, der auf jeden Fall sagt, nice, gefällt mir. Und die beiden geben sich dann die Hand. Scheint auf jeden Fall echt eine beliebte Taktik zu sein, um Frieden zu schließen. Also, viele Leute wissen es nicht, aber Leute, ich bin tatsächlich auch damals dafür grundlegend, habe ich mich dafür eingesetzt, dass der Zweite Weltkrieg beendet wird. Das war tatsächlich mein Verdienst. Kann man auch einfach jetzt in den Kommentaren mal applaudieren. By the way, haben wir ja noch dieses seltsame Format Revi-Hate. Wollt ihr davon noch eine Folge sehen? Dann schreibt einfach mal in die Kommentare. Aua, aua, ich will das. Danke. Lukas, wenn du dorthin zurückgehst, wo es so viel Eis gibt und du, wo es viel Eis gibt und da nicht zurückkommst, dann hast du eigentlich kein Eis geholt, sondern bist nur dort, wo das Eis ist. Hey Revi, ist das ein Rick und Morty-Meme? Schnauze, Lukas, wegen sowas bist du nur der Morty. Ja. Das, ja, ziemlich Meta, ne? Muss man verstehen. Ja, ich hab Rick und Morty ein bisschen geguckt, nicht alles. Vorher, nachher. Was soll das denn? Ist ja komplett gelogen einfach. Kokain. Alkohol. Crack. Wenn man Thomas in einem Revi-Video sieht, man kennt's, Leute, oder man kennt's. Also ist es ja genau das. Jedes Mal, wenn ich Thomas sehe, geht es mir schlecht. Jody, bin ich wirklich so hässlich, wie alle sagen? Du solltest mich doch nicht in der Öffentlichkeit ansprechen. Hahaha, weil ich hässlich bin. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das stimmt nicht. Die Person, die das Meme gemacht hat, ist hässlich, weil du hast einen ziemlich hässlichen Charakter. Bam! Gegeben! Nimm dir das Leben! Ich werde dir nicht vergeben. Boah, krass, Alter. Nächstes Meme. Skirt! Klassiker Revi, riecht das nach Chloroform? Nee, nach Sperma. Fuck, falsches Tuch. Ja, moin, Leute. Ich habe tatsächlich in der... Ich habe ja immer einen Sakko an, wie mich viele kennen. Ich bin ja immer im Anzug. Hier seht ihr ein paar tolle Bilder von mir im Anzug. Hoffentlich hat Thomas die rausgesucht, der faule Wichser. Ja, Leute, man kennt mich. In der einen Tasche habe ich immer ein Tuch voller Sperma. In der anderen Tasche immer ein Tuch voller Chloroform. Und zwischendrin habe ich dann noch eins noch zum Naseputzen. Da bringe ich leider immer ein bisschen durcheinander. Es kann dann manchmal sein, dass ich halt selber Sperma rieche oder mich halt selbst betäube. Passiert immer wieder. Kann man nicht ändern, Leute. Aber das Leben eines Gentlemans mit 3 Taschentüchern ist nun mal nicht leicht, ne? Schatz, willst du mich heiraten? OMG, ja. Willst du mich Heinz und Peter zur Kneipe verfallen? Super, danke. Heinz und Peter, als hätte ich Freunde, die Heinz und Peter heißen. Heinz und Peter, als hätte ich Freunde. Was zum Teufel, Alter? Willst du mich Heinz und Peter zur Kneipe fahren? Super, danke. Jodys Blick beschreibt auf jeden Fall gerade den Blick, den ich eigentlich auch 24/7 habe. Und zwar genau das hier. Ich will sterben. Auf jeden Fall lustig. Meine guten Homies Heinz und Peter, mit denen gehe ich am liebsten in die Kneipe. Wir trinken sehr gerne Bier. Bier ist lecker. Wir lieben Alkohol. Das stimmt nicht. Das Fahrrad kostet 299. Okay, besitzen Sie ein Schloss? Na sicher, aber die Zugbrücke ist kaputt. An der Nordturm bröckelt der Putz. Ist ja nicht witzig. Thomas, ja? Könntest du bitte aufhören, dich als festen Bestandteil in meine Videos einzubauen? Das machen deine Fans. Schneid einfach weiter und halt die Fresse.
Ja, hier ein Classic SpongeBob-Meme. Man kennt's auch. Thomas, ich sehe ganz genau in der Kamera, ob du schneidest oder nicht. Gerade guckst du mir beim Video machen zu. Hör auf damit! Hör auf damit und schneid das Video, damit es rechtzeitig online kommt! Es ist schon 12.09 Uhr. Richtig, in 20 Minuten muss es online sein. Ich hab's dir vor 12 Uhr gegeben. Was willst du? Ja, ein SpongeBob-Meme. Lustig, ich werd verbrannt, weil ich schockt aussehe. Man kennt mich, oder? Revis Video, Random Video. Oh mein Gott, das ist halt genau das, Leute. Also jetzt mal ganz ehrlich, könnt ihr mir bitte ernsthaft in die Kommentare schreiben, warum ihr meine Videos guckt? Ich freue mich natürlich gerne wieder über Hate-Kommentare, dass ich da ein Video drüber machen kann. Denn ich verstehe wirklich nicht, wie man diese Videos aushält. Das ist ja schon, sage ich mal, mehr psychische Belastung als seelische Hilfe hier. Deshalb kann ich dieses Driften auf jeden Fall von meinen Videos hinweg komplett nachvollziehen. Hinzu kommt natürlich auch nochmal, dass ich selten Tags benutze und irgendwelche random Videos einfach meine Tags kopieren, damit sie neben mir landen. Ganz klasse, YouTube. Danke dafür. 1950, I bet in the future... I bet in the future literature and culture will have advanced in a greater level. 2018. Ich mit einer Fernbedienung im Mund. Für die ganzen Vollidioten, die vielleicht noch nicht die 6. Klasse vervollständigt haben. 1950. Ich wette, dass wir in der Zukunft neue Literatur und ein komplett kulturell neues Level haben. 2018. Revi mit einer Fernbedienung im Mund. Ja, kommt der ganzen Sache ziemlich nah. Ich glaube, wir sind komplett uns am Rückentwickeln und die Menschheit wird irgendwann aussterben wegen Idioten wie mir. Super. Revinzeit, ein Fussel Revi-Memes. Hä? Thomas? Verstehst du das? Ja, weil du alles interessanter findest als Revi-Memes. Ach so. Gar ein Fussel. Ja, ich finde, glaube ich, sogar dich interessant. Wobei, nein, das stimmt nicht. Schneid einfach das Video. Früher als Kind, du warst Hausarrest. Heute als Jugendlicher, ihr Paket kommt zwischen 10 und 16 Uhr. Ja, ist jetzt ein Meme oder nicht? Verstehst du? Ja, weil, also, ha, die DRL gibt einem Hausarrest. Ganz kurz hier vielleicht einmal die Studio-Crowd. War lustig. Ja, doch. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Sebastian, 25 Scharfschütze. Au, es tut weh. Wenn dich jemand früher morgen mit Mundgeruch anspricht. Genau das, Alter. Deshalb schlafen Jody und ich in getrennten Gebäuden, weil ich stinke sau sehr aus dem Mund. Sau sehr ist das, ja, sau sehr, Leute. Sau sehr stinke ich aus dem Mund. Das tatsächlich ist einfach abgrundtief ekelhaft ist und Jody sich jedes Mal übergeben muss morgens. Lehrer, die schlechteste Note ist eine 5-. Ich lol, wer ist dieser Dummkopf-Rip? Wieso gibt es ein Bild von mir, wo ich heule? Ist das vor Lachen oder habe ich wirklich geheult, weil ich traurig war? Vielleicht habe ich mir wieder Revi-Memes angeguckt und war dann enttäuscht. Thomas, ja? Darf ich fragen, was du da hinten machst? Du drehst die ganze Zeit in diesem scheiß Stativkopf und schneidest das Video nicht. Ich glaube, ich muss jemanden feuern. Mann, Leute, hört doch auf, bitte. Hört doch auf, macht es den Menschen doch nicht so schwer abzutreten, bitte. Das ist einfach nur unangenehm, sich sowas anzuschauen. Es tut einfach wirklich im Kopf weh, es belastet mich und es geht mir an das Herz. Ich kriege irgendwann einen Herzinfarkt, wenn ich so eine Kacke sehe, Mann. Ich gehe hier raus und habe Kopfschmerzen, wenn ich mir sowas anschauen muss, Alter. Sauwitzig. Au, der Stuhl hat mir ein bisschen wehgetan. Sauwitzig tatsächlich, weil im Wort Revi ist ja das Wort Reh drin. Spicy Meme. Zu Hause arbeiten ist Scheiße. Sebastian, 25, Feuerwehrmann. Ist das dumm? Warum ist das so scheiße gegradet? Ist das aus meinem Originalvideo so gegradet? Ich weiß es nicht. Ja, wer kennt es nicht, Leute? Wenn man als Feuerwehrmann nach Hause gerufen wird und dann die eigene Frau aus den Trümmern retten muss, oder? Lit ist vielleicht nicht das richtige Wort. Überspringen wir das einfach. Monopoly, 20 Uhr, ich wünsche euch allen viel Spaß. 20.37 Uhr, wenn ihr auf die Parkstraße kommt, trete ich dir in die Fresse. Ja, einfach genau so. Sag nicht, dass sie zur Fanpage Revin Aids heißt. Och Mann, Leute, meine komplette Community. Ich würde wirklich gerne wissen, was sind die Menschen hinter den Menschen, die euch erlauben, diese Videos zu gucken? Was seid ihr? Seid ihr alles so Dank-Mima oder seid ihr einfach arbeitslose Fettsäcke? Ich würde echt gern wissen. Ich meine, ich treffe hier oft Leute, aber das sind meistens nur Kinder und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind sich Revin Aids nennt. Oder? Oder? Na, Praline braucht seine Füllung. Selbst wenn, Pralinen füllt man nicht mit Lauch. Oh, damn, das tat weh. Dieses Bild auf jeden Fall gerne ausdrucken und einfach eurer Mutter oder eurer Oma geben, Leute. Macht mir ruhig davon Videos und ich reagiere darauf. Ganz tolles Format. Super, ganz klasse. Ja, Palutens Blick auf jeden Fall. Paluten und ich haben aus gutem Grund die Chaos-WG aufgelöst, Leute. Die sexuelle Spannung zwischen uns beiden war einfach viel zu groß und Paluten hatte halt einfach eine Lauchallergie. Ich bin Tierschützer. Ich kaufe Tiere in der Zuhörung und lasse sie im Wald frei. Ich habe schon 11 Goldfische gerettet. Ja, ist ja gar nicht so witzig, weil wenn ihr im Wald ein Fluss ist, ist das ja gar nicht so verkehrt. Ich meine, die Frage ist halt, ach, ist ja auch egal. Wir mussten ein Buch vorstellen. Ich habe mich selbst vorgestellt, Roman 12. Mann, Alter. Nee, Junge, nee. Das ist einfach nur belastend lustig. Wieso lache ich über sowas? Revis Lizard, dafür gibt's einen. Stark, auf jeden Fall. Richtig gut. Roman 12. Toll, witzig.
Ja, hier gibt's die Transformation hin zum Volltrottel, Leute. Dieses Bild wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, wenn ich irgendwann in 3-4 Monaten abnippel, mache ich mir das hier auf den Grabstein drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Extrem spaßig. Also hier sieht man auf jeden Fall, wie ich schön aussehe, richtig gut so. Wow, glorious. Dann gibt's hier ein Bild aus meiner Vergangenheit, wo ich immer noch Leuten sauer bin aus meinem Freundeskreis, dass sie es geleakt haben. Danke dafür. Ja, und an diesem Desaster hier bin ich komplett selber schuld. Was soll ich dazu sagen? Ja, und wir sind schon wieder am Ende dieser Odyssee angekommen. Ich bin unglaublich froh. Ich glaube, wir haben es geschafft, über 10 Minuten zu kommen. Falls nicht, gibt es am Ende jetzt einfach noch einen tanzenden Affen von Thomas oder Thomas nimmt sich selber auf und tanzt, das ist mir auch egal. Momentan läuft wieder auf Twitch ein Livestream von mir, meine Freunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin so fleißig und klasse Revi-Memes erstellt. Revi-Hate läuft immer noch, ich warte immer noch. Ich weiß gar nicht mehr, was die Aufgabe war, ich hab's vergessen. Das ist keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wir sehen uns im Livestream, Leute. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Menschen ihr seid und schenkt eure Oma das Bild von mir. Ganz toll. So habe ich wieder mal für eine Woche für Content gesorgt und habe mich dabei kein bisschen von meinem Stuhl bewegt. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kauft mein Merch, Links in der Beschreibung. Dabbt auf die Hater, alles klar, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüsschen.